Herr Schmelzer von der CDU-CSU. Meine an Herrn Brombacher. Teilen Sie die Auffassung, dass die Drogenpolitik der Bundesregierung auf einem starken gesundheitspolitischen Ansatz beruht, seit vielen Jahren mit großem Engagement, vor allem in anderen Staaten und Regionen Vorhaben, Schaffung von Alternativen zum illegalen Drogenanbau fördert und sie sich hierdurch maßgeblich positiv von anderen Staaten unterscheidet, in denen das Drogenproblem vor allem mit polizeilichen und militärischen Mitteln bekämpft wird? Herr Brombacher, bitte. Dankeschön. Daniel Brombacher, Berater von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und dort zuständig für das Thema Drogenanbau und Alternativen zum Drogenanbau. Herr Abgeordneter, Ihre Frage kann ich grundsätzlich bejahen. Deutschland hat im Bereich der Förderung von Alternativen zum Drogenanbau international eindeutigen Alleinstellungsmerkmal sich erobert. Das gibt es also seit rund 3 Jahrzehnten, dass die Bundesregierung auf nicht repressive Art und Weise im Rahmen der Entwicklungspolitik Projekte zur Förderung von Alternativen von Drogenanbau fördert und damit Kleinbauern in Südamerika und vor allem in Südostasien und Südasien die Möglichkeit gibt, sich aus der Drogenökonomie zu befreien beziehungsweise einen legalen Lebensweg einzuschlagen und damit eben auch den international vereinbarten Zielen beigetragen wird, den Drogenanbau und damit das Drogenangebot zu reduzieren. Wenn man sich das anschaut, auf internationaler Ebene gibt es sehr viele Staaten, die einen Krieg gegen die Drogen betreiben. Das kann ich zumindest in den Jahren meiner Arbeitserfahrung für das deutsche Engagement so nicht unterzeichnen. Das findet so nicht statt, sondern wir haben vielmehr den Ruf, einerseits eben einen entwicklungspolitischen Zugang im Umgang mit der Drogenproblematik zu vertreten. Andererseits, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber das geht natürlich Hand in Hand, eben auch ein stark gesundheitspolitisch orientiertes Profil haben, das auch auf internationaler Ebene so anerkannt wird. Und wenn es dann um die Klassifizierung der Staaten geht, die sich für Repression einsetzen oder eben eher für weichere Ansätze zum Management des Drogenproblems mit gesundheitspolitischen, entwicklungspolitischen Mitteln, dann steht da Deutschland an erster Stelle. So zumindest in meiner Erfahrung. Dankeschön. Dankeschön, Herr Brombacher.